Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Input von Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Mein Name ist Manny Justin. Die Angst, die Waffe des Feindes. Ich erzähle euch eine Geschichte. Als ich in Kanada war, wurde meine linke Fuß angeschwollen und es tat mir auch sehr, sehr weh. Bin ich zum Krankenhaus gegangen und wurde eine Diagnose festgestellt vom Arzt. Ich hatte eine Infektion und ich könnte mich auch leider nicht behandeln lassen, weil ich keine Krankenkasse hätte. Und ich wurde auch von dem Arzt auch nach Hause wieder geschickt. Und ich kam nach Hause. Ich hatte Angst. Ich hatte Gedanken, negative Gedanken. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und plötzlich kam mir ein Wort des Wahrheit. Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Erlöser. Und wirkliche Liebe ist frei von Angst. Wenn göttliche Liebe uns erfüllt, vertreibt sie auch die Angst. Das gab mir die Kraft. Das gab mir die Hoffnung, diese Wort des Wahrheit. Und Zusammenhang auch ist das Wort Gottes auch, das Markus Kapitel 4, Verse 37 und 47. Als Jesus im Boot war mit seinen Jüngern, erhebt sie einen heftigen Sturm und hohe Welle schlug ins Boot. Die Jünger geraten alles in Panik. Und Jesus währenddessen schlief hinter ins Boot mit seinem Kopf auf eine Kiste. Und die Jünger beschweren sich, dass Jesus durchschläft. Und wir kommen um, du schläfst. Jesus antwortet, wo ist eure Glauben? Ich würde damit sagen, unser Sturm in jetziger Zeit auf der Welt ist diese Krankheit Corona. Die Sturm auch, ist auch in Menschen, manche Formen aus sich manifestieren. Die Sturm kann unsere Ehe sein. Die Sturm unsere Arbeitsplatz zu verlieren. Die Sturm vor die Zukunft unserer Kinder. Die Sturm in unserem normalen Leben. Dieser Sturm kann nur beendet, überwältigen durch den Glauben. Und Gott erwartet von uns eine Wanderung im Geist, nicht im Schauen. Wir sollen nicht schauen. Wir sollen nicht schauen. Der Feind benutzt seine Angst, durch was wir schauen. Von daher bekommen wir Angst und verlieren wir unseren Glauben. Das wünsche er. Und wir sehen, dass unser Fleisch ist die Plattform des Feindes. Da lebt er, da ist er. Aber Gott erwartet von uns eine Wanderung im Geist, nicht im Schauen. Wenn wir im Geist wandeln, haben wir den Sieg. Und das Wort Gottes sagt, alles was göttliche ist, hat die Welt überwunden. Unser Glauben ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dieser Glaube ist Jesus. Und Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Diese Liebe ist Jesus. Diese Liebe vertreibt jede Form von Angst. Durch Jesus sind wir Sieger. Was das Leben mehr ist.